Ja, hallo zusammen zu einer neuen Serie über Krisen. Und das Thema ist, wie kann man Krisen nutzen? Und ich weiß nicht, wie es dir in der ganzen Corona-Krise geht. Man spricht von einer ganz krassen Krise, weil ich gehöre zu den Menschen, ich habe das nicht gebraucht, ich habe das nicht gesucht, ich kann auch gar nichts dafür. Und man ist plötzlich mitten in einer Krise und das macht immer etwas im Glauben, aber auch in der ganzen Agenda. Und wir gingen ein bisschen spazieren und haben beim Spazierengang viele Leute vom ICF getroffen, von unserer Church, und ich habe gedacht, oh meine Güte, ich vermisse einfach diese Momente, wo wir zusammen in einem Raum sind und unsere Hände zusammen erheben, mit Deo oder ohne Deo. Spielt alles keine Rolle mehr. Hauptsache, wir sind zusammen und dann wir beten zusammen, halten die Hände. Wir legen unsere Hände auf für Krankenheilung und all das ist nicht mehr möglich. Wir machen das alles via Zoom, beten wir zusammen und machen wir Small Group zusammen. Ich bin mega dankbar für die Technologie, aber ganz ehrlich, bei mir ist wie etwas verloren gegangen. Und man spricht im Moment ja davon, es gab ein Leben vor dem Corona, das war das normale Leben. Und man sagt, das Leben nach Corona wird anders sein. Gewisse Dinge werden nicht mehr das Gleiche sein. Und irgendwo sind wir mittendrin, nicht am Anfang und auch nicht am Ende, sondern in der Mitte. Und ich vergleiche unser Leben mit einem Karton, so einer Schachtel oder Karton. Und zwar, wir haben unser Leben so etabliert, Familie, ein Beruf, Church, Small Group, was auch immer. Und irgendwann setzt man den Deckel drauf und denkt, okay, das ist jetzt mein Leben, oder? Und in einer Krise, was dann geschieht, ist unser Status quo, was uns gewohnt sind, an Urlaub, an Essen, an Kino, an Church, an Small Group, an Arbeiten gehen, was auch immer man sich gewöhnt hat. In einer Krise geht der Deckel auf und es kommt das nach vorne, was schon immer drin gewesen ist. Also wenn du sagst, mir ist langweilig, das war schon immer so. Man hat es einfach übertuschen können mit vielen Angeboten. Und du merkst, oh, meine Ehe ist gar nicht so toll unterwegs. Ich möchte sagen, das ist nicht einfach wegen Corona plötzlich da, sondern das war schon immer so. Also das, was da nach vorne kommt, hat man in die Box eingeladen und das war schon immer da. Darum sei nicht überrascht, es kommt nur das hervor, was schon immer da war. Wenn du eine Zitrone zu Hause hast und du hast sie nicht aufgeschnitten, möchte ich sagen, der Zitronensaft war schon immer da. Aber dem Moment, wo man die Zitrone aufschneidet und auspresst, im Druck, kommt das nach vorne, was schon immer drin ist. So, in meinem Kartonschachtel gibt's eine Agenda. Hab sie mitgebracht, das ist meine legendäre Agenda. Und wenn ich jetzt das anschaue, das Datum von heute, wäre ich in Amerika, in San Diego, Los Angeles, Las Vegas und Scottsdale, Phoenix in Amerika. So, das habe ich da geplant und eingepackt und in der Krise plötzlich kommt das hervor, alles wurde gecancelt und das löst etwas in mir aus. Und die Frauen und Männer, die diese Dinge zulassen und Dinge weglassen, sagen, Heiliger Geist, hier ist mein Leben, hier ist meine Box. Fülle das mit neuen Dingen. Und dann wirst du erleben, wie das Reich von Gott größer und stärker wird als jemals zuvor in deinem Leben. Jede Krise ist eine gigantische Chance, dass das Reich Gottes durch uns auch größer werden wird. So, ich habe mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ja, sind wir dann die einzigen Leute, die eine Krise erleben. Und ich habe gegoogelt und habe festgestellt, dass im 13. Jahrhundert gab es eine Monsterkrise. Und ich nehme euch ein bisschen mit. Und es gab so, plötzlich bekamen Menschen Fieber, Beulen überall beim Körper und innerhalb von wenigen Tagen sind sie gestorben. Die Krise, der schwarze Tod, ging 6 Jahre. Also wir sind jetzt in der 6. Woche bei der Corona. 6 Jahre vergingen und 1/3 der Menschheit ist gestorben. Das heißt 25 Millionen. Und heutzutage haben wir Spitäler und wir sind gesegnet, dass wir Menschen an die Maschine anhängen können und sie haben es überlebt. Dazu mal haben sie sich auch Schutzmasken angezogen. Hier ist ein Bild. Sieht mega spooky aus, aber das war alles, was sie hatten. Und unsere Schutzmasken heute ist einfach ganz, ganz simpel. Leute, die humorvoll sind, ziehen sich dann andere Schutzmasken an. Oder es gibt auch lustige Schutzmasken. Oder ICF Kambodscha hat eine ICF Kambodscha Schutzmaske. Und stell dir mal vor, im 13. Jahrhundert, ein Arzt und ein Doktor und ein Prediger war folgendermaßen angezogen. Geschützt von oben bis unten. Und wenn ich dieses Bild anschaue, also da habe ich schon Angst, obwohl ich die Krankheit nicht habe.
Und heutzutage ist es so, wenn du ins Spital gehst, die laufen rum wie so eingekleidete Taucher und du merkst plötzlich, dass in jeder Krise haben Menschen Wege gefunden, um stärker rauszukommen. Also Krisen ist nichts Neues, hat es schon immer in der Geschichte der Menschheit gegeben. Die Bibel nennt ein Wort für das Wort Krise. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, das Wort Äon. Und das Wort Äon heißt ein Zeitraum, eine Lebenszeit, einen Zeitabschnitt. Also in der Geschichte von uns Menschen gab es immer den Moment, wo Gott diese Kartonschachtel öffnete und Menschen gesagt haben, Gott, fühle es mit neuen Dingen und du kommst stärker raus, als du hineingegangen bist. Es gab so drei Äons in der Geschichte, zum Beispiel zu der Zeit von Noah. Menschen aßen und tranken so eine Kartonschachtel. Gott hat gewarnt und einige Menschen haben gesagt, oh Gott, sei uns Sünder gnädig und haben das aufgeräumt. Und dann kam die große Flut. Gott hat es durchgeschüttelt und als Noah mit der Familie rauskam, hat Gott einen Regenbogen kreiert und hat gesagt, ich werde nie mehr euch Menschen vernichten. Gott hat einen Bund gemacht und er kam stärker raus, als er hineingegangen ist. Ich denke zur Zeit von Moses, Menschen aßen und tranken und dann hat Gott gesagt, hey, ich möchte euch in das freie Land führen und Gott hat es durchgeschüttelt und beim Pessachessen mussten Leute die Box reinigen von Sünden, von Gewohnheiten. Und dann kamen sie in den Sinai hinein und Gott hat einen Bund gemacht und gesagt, ich bin der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Sie kamen stärker raus, als sie hineingegangen sind. Ich denke, zur Zeit von Jesus gab es auch so einen Äon. Menschen aßen, tranken und heirateten. Und dann kommt Jesus Christus, stellt alles auf den Kopf. Blinde werden sehen, Lahme gehen. Das ganze Reich von Gott breitet sich aus. Und dann stirbt Jesus. Ostern, Kreuz, Grab, er ist tot. Er hat alles durchgeschüttelt. Aber dann kam Pfingsten und der Heilige Geist kam hinein und hat etwas hinzugefügt, was in der Kirchengeschichte beim Äon noch nie da gewesen war. Statt dass Jesus heilte, heilst du und ich. Und Gott hat eine Multiplikation in uns hineingelegt und das Reich von Gott kann man nicht stoppen. Wir Christen, wir haben eine ganz krasse Vision. Wir wissen, wenn der Geist Gottes in unser Leben, in unser Status quo hineinkommt, dann sind wir die Füße und Hände Gottes und das Evangelium wird sich verbreiten, größer als jemals zuvor. Wir Christen, wir können die Zeichen der Zeit lesen und wir wissen, man kann das Reich von Gott nicht stoppen. Ich möchte euch auf drei Fragen noch eingehen. Leute fragen mich, ist der Coronavirus eine Strafe Gottes? Und andere sagen, ist es eine Verschwörung, war es Bill Gates oder ist das irgendwo in China im Labor entwickelt? Und die Dritten sagen, oh, es ist einfach ein Virus. Und man kann über diese drei Punkte mega diskutieren. Ist es eine Strafe Gottes? Ja, kann sein. Es weiß niemand. Ist es eine Verschwörungstheorie? Ja, vielleicht auch nein. Es weiß niemand. Ist es einfach bloß ein Virus? Ja oder nein? Man weiß es nicht. Aber meine Frage ist folgendes. Zwei Dinge lösen die drei Fragen bei mir aus. Was ist in meiner Kartonschachtel drin? Weil Krisen bringen Dinge vor, die schon immer da gewesen sind. Und zweitens, wenn ich wüsste, es ist eine Strafe Gottes, eine Verschwörungstheorie oder auch ein Virus, dann hat Martin Luther gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute einen Baum pflanzen. Und wir Christen, egal was es ist, wir pflanzen Bäume. Wir sagen, Geist von Gott, komm, stärke die Church, meine Familie, meine Finanzen, weil wir kommen stärker raus, als wir hineingegangen sind. Ich möchte euch zwei Zahlen präsentieren, weil wir gesagt haben, als Church, als ein ganzes ICF Movement, wir nutzen diese Krise, um das Evangelium zu preachen. Wir haben ja in Ostern bei uns im ICF Zürich immer ein Osterweekend, das war nicht mehr möglich. An einem normalen Wochenende haben wir 3.500 Gottesdienstbesucher und wir haben gesagt, wir machen Ostern nichts. Und das Team ist zusammengesessen, hat sich Gedanken gemacht, wie könnten wir Ostern neu erleben. Und wir kamen mit einem Format
Und wir hatten über 80.000 Menschen, die das angeschaut haben. Jetzt nimm nochmal diese zwei Zahlen gegenüber und du merkst plötzlich, das Reich von Gott hat sich so vergrößert. Auch unsere ICF-Konferenz haben wir nicht gestrichen. Wir haben gesagt, wir machen eine Online-Learning-Day, wo gratis jede Frau und Mann auf der ganzen Welt zuschauen kann. Und gestern bekam ich eine Frage von Amerika, kann auch unsere Kirche in Santa Monica, LA, gratis mitschauen? Ich habe gesagt, of course, du kannst. Du merkst, in einer Krise ist wie unser Status quo, was wir gewohnt sind, öffnet Gott den Deckel, ob du willst oder nicht, und es kommt das hervor, was schon immer drin gewesen ist, aber wir lassen den Geist von Gott hinein und wir kommen stärker raus, als wir hineingegangen sind. So, ich übergebe zu Tobi Teichen, wird uns erklären, was löst es aus in uns eine Krise? Vielen Dank, Leo. Ich habe mal hier meine Lebensbox mitgebracht in dieser Metapher, die geöffnet ist in der Krise. Und das ist ja ein unangenehmer Moment. Das heißt, in dieser Phase, wo sie geöffnet wird, da reinzuschauen, sich dem zu stellen, was da hochkommt, da mag ich vieles nicht, da kommen vielleicht Ängste hervor. Und ich möchte mal dieses Bild nochmal aufnehmen mit einer Metapher aus der Bibel, die ich auf die Corona-Situation übertragen möchte. Und zwar ist die Situation von Josef. Im ersten Teil der Bibel, 1. Mose 37, kannst du das nachlesen. Er ist in der Situation drin, dass er von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird in die Sklaverei und er kommt dort an einen großen Hof, wo er dann arbeiten muss. Und es geht gerade in seinem Leben so ein bisschen besser, gerade ein bisschen bergauf. Ich lese dir mal vor, 1. Mose 39, da heißt es, die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Vierten vergrößerten sich. Das heißt, es ging gerade bergauf und dann kommt die Frau vom Chef. Ich nenne sie mal Corona. Also die Frau vom Chef, ich nenne sie Corona, sie kommt vorbei. Es passiert etwas, wofür Josef nichts kann. Er hat nichts Böses getan, er ist einfach dem ausgeliefert und es passiert eine Situation, warum er von jetzt auf gleich ins Gefängnis kommt und von jetzt auf gleich in die Isolation ist, von jetzt auf gleich in der Quarantäne ist. Und vielleicht geht es dir auch so, dass so Corona einfach über uns hereingebrochen ist. Gerade eben lief es noch vielleicht einigermaßen gut in deinem Leben. Jetzt sitzt du zu Hause, vielleicht Jobprobleme, andere Probleme und du kannst gar nichts dafür, aber du hast die Kontrolle über dein Leben verloren, du bist dem ausgeliefert. Und das ist dieses Gefühl in der Krise, das wir nicht mögen. Wir reagieren dann sehr unterschiedlich drauf. Also wenn ich uns Deutsche anschaue, aber auch über die Grenzen hinaus, haben wir Hamsterkäufe schon probiert mehrmals. Was passiert bei Hamsterkäufen? Ich meine, Klopapier kaufen wir scheinbar wirklich nach wie vor überdurchschnittlich viel, weil wir scheinen der Meinung zu sein, dass in der Krise, selbst wenn alle sterben, wollen wir zumindest einen sauberen Popo haben, also mal lustig ausgedrückt. Aber warum kaufen wir denn so viel Klopapier? Warum machen wir das? Weil wir wieder die Kontrolle zurückbekommen wollen. Und das ist die Situation, die Kontrolle über mein Leben zurückbekommen. Karl Lagerfeld hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ob man das ja so sieht oder nicht, kann man darüber streiten, aber das heißt, in der Krise habe ich so das Gefühl, ich verliere die Kontrolle, aber dass die Realität ist, dass eigentlich eine Illusion glaube. Wenn der Deckel auf ist, habe ich vielleicht in meiner Schachtel die Illusion drin, dass ich denke, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich bin wie ein Kapitän auf einem Schiff. Ich lenke es und ich weiß, wo es lang geht, aber in der Krise merke ich auf einmal, ich habe es gar nicht im Griff. Das ist wie ein Kind auf dem Rücksitz, das dort sitzt und vielleicht mit dem Spielzeuglenkrad spielt und sagt, ich lenke einfach links und rechts und es merkt nicht oder versteht nicht richtig, dass Papa und Mama lenken. Das heißt, es lenkt hin und her und dann auf einmal lenkt es nach links und das Auto bleibt so stehen und es regt sich auf. Wie kann das sein? Ich lenke doch nach links und es bleibt stehen, weil in dem Moment merkt das Kind, ich lenke gar nicht. In unserem Leben ist es auch so, in der Krise, wenn es alles stehen bleibt, wenn wir in diesen Gefängnissituationen bekommen, ist es so, kommen wie Josef, dann merken wir auf einmal, ich kann mein Leben gar nicht lenken an den entscheidenden Punkten. Ich habe es gar nicht wirklich im Griff. Das sind Momente wie, als unser Sohn zur Welt gekommen ist, musste er eine Woche, und zwar nur eine Woche, auf eine Kinderstation, eine Säuglingsstation. Und als ich dort war und die vielen Familien gesehen habe, die teilweise seit Wochen und Monaten da sind, mit viel schlimmeren Fällen als mit meinem Sohn, ist mir einfach in dieser Krise bewusst geworden, dass ich falsche Dinge geglaubt hat. Die Illusion war für mich, weißt du, man kriegt ein Kind, dann geht man ins Krankenhaus, dann gehst du nach Hause, alles drin, alles dran, alles toll. Und ich habe einfach gemerkt, ganz tief drin, was schon immer die Wahrheit war, das Leben hat kein Mensch im Griff. Ob wir atmen, ob unser Herz schlägt, all die Dinge sind in Gottes Hand. Das heißt, der Deckel geht auf und ich merke auf einmal, dass da Dinge hochkommen, die einfach vorher einfach eine Illusion war in meinem Leben.
Weil ich in dieser Krisenmoment, im Gefängnismoment, bin ich mit mir alleine, äußerlich Dinge fallen weg und ich habe die Chance, mich dem zu stellen. Das macht Josef. Er stellt sich den Themen im Gefängnis, in der Isolation, in der Quarantäne und dadurch fängt Gott ihn innerlich zu verändern. Er wird vom Angeber zu einem dienenden Leiter. Er wird vorbereitet für Gott, dass Gott durch ihn, das wir es gleich anschauen werden, noch viel krasser wirken kann, weil er es eben nicht wegdrückt und sich den Themen stellt und angeht. Und dadurch bekommt er eine andere Perspektive. Die Perspektive ist, ja, ich bin jetzt in der Isolation, ja, ich bin im Gefängnis, ja, ich bin in einer Krise, gesundheitlich oder finanziell oder wo auch immer, aber Gott wird mit mir durchgehen. Und genau in der Krise Großartiges. Josef wird eines Tages der mächtigste Mann, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit sein. Und bei mir ist es so, dass wenn ich zurückblicke in meinen Krisen, wo Gott immer wieder den Deckel hochnimmt und an mir arbeitet innerlich und mich innerlich heilt und befreit, habe ich mir danach eigentlich immer Folgendes gedacht. Warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Warum habe ich mich Gott mehr vertraut? Es waren so viele Dinge, die so unnötig waren, weil Gott hatte einen Plan zu jedem Zeitpunkt. Ich habe ihn nicht immer verstanden, manches verstehe ich auch heute noch nicht, aber ich weiß, dass er in der Krise ganz besonders in mir wirkt und an mir wirkt. Und deswegen ist diese Zusage für dich, Römer 8, vielleicht warst du sie schon oft gehört, aber ich will sie trotzdem zusprechen. Wir wissen, versprechen das Wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und der Kontext sagt uns, das Gute ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist der Kontext dieser Bibelstelle, kannst du nachlesen zu Hause. Nicht, dass alles toll läuft, nicht, dass ich jetzt eine Krise finanziell habe und danach habe ich alles tausendfach zurück. Jetzt verliere ich Geld, danach bin ich Millionär. Nein, das Ziel ist Gottes, dass in der Krise, wenn der Deckel hochkommt, er in uns arbeitet und wir Jesus ähnlicher werden, freier werden, geheilt werden und eine neue Perspektive in unserem Leben haben. Das ist wie die Geschichte von zwei Männern, die die gleiche Situation hatten. Sie hatten beide sehr schwierige Arbeitsbedingungen, den gleichen Job, die gleichen Umstände. Sie mussten ein Jahr lang arbeiten, 80 Stunden die Woche, ohne Tageslicht, niedere Arbeit, wirklich schreckliche Arbeitsbedingungen am Ende vom Tag, kein Urlaub. Und sie hatten die Zusage, dass sie ein Gehalt bekommen werden. Dem einen wurde gesagt, dass er 15.000 Euro am Ende vom Jahr kriegt. Dem anderen 15 Millionen. Beide kommen täglich in die Arbeit, aber der für 15.000 Euro arbeitet, gefühlt, kommt schlecht gelaunt, ist depressiv, will immer aufgeben, will jeden Tag kündigen, warum immer ich, ist ein Opfer seiner Umstände und ist einfach dem ausgeliefert. Der andere erlebt exakt das Gleiche, aber weil er für 15 Millionen arbeitet, pfeift er tagsüber, ist gut gelaunt, geht noch eine extra Meile, aber 80 Stunden, 81 Stunden, auch doch egal. Und er ist frohen Mutes. Warum? Er hat eine Perspektive, was passiert nach dieser harten Zeit. Und Gott redet davon, dass wir aus Sicht der Ewigkeit diese Perspektive haben können, dass Gott wirkt, dass er da ist. Und dass deswegen merkst du, die Umstände sind nicht das Entscheidende, sondern die Umstände sorgen dafür, dass der Deckel aufgeht, wenn ich jetzt an Jesus dranbleibe, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich ehrlich werde, werde ich dadurch eine neue Perspektive bekommen, dass es sich lohnt, an Gott dran zu bleiben. Das möchte ich vorlesen zum Schluss. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, auf Corona, die Challenges, persönlich, dass wir jetzt sehen, was so dominant gerade ist, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Corona wird vorbei sein. Die Frage ist nur, haben wir das genutzt, was Gott in uns tun will, in dieser Krise, um danach, indem der Heilige Geist anfängt zu wirken, er durch uns neue Dimensionen wirken kann. Und wie das aussehen kann, wird uns jetzt der Johannes mitnehmen. In jeder Krise ist die normalste Tendenz, dass wir die Krise befragen. Also wir fragen, warum passiert das, warum passiert mir das jetzt gerade und wie lange dauert das noch und wie ungerecht ist das eigentlich und warum muss das so sein? Und der entscheidende Switch passiert, wenn wir andersrum eine Frage stellen, nämlich die Frage, in welcher Hinsicht befragt die Krise mich? Es klingt ein bisschen abstrakt, aber der Gedanke ist von jemandem, der wirklich was versteht von Leben in Krisen, nämlich Viktor Frankl. Ist ganz bekannt, haben viele auch schon gehört. Viktor Frankl war Psychoanalytiker und Jude und kam ins KZ Auschwitz. Und er hat gesehen, wie Menschen in seiner Umgebung innerhalb weniger Wochen, wie mir das auch jemand erzählt hat, der im KZ war, den ich persönlich noch kannte, innerhalb weniger Wochen komplett die Perspektive verloren haben und dann auch wirklich körperlich gestorben sind. Und der Viktor Frankl hat sich selber überlegt, wie komme ich da durch? Und er hatte den genialen Einfall, er wird dieses
Überleben im Konzentrationslager zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung machen. Er will herausfinden, wie Leute überleben können in so einem Umfeld, um nachher Menschen drüber unterrichten zu können, um drüber ein Buch schreiben zu können. Und dieses Ding hat zwei Sachen bewirkt. Dieser Switch in seinem Denken hat zum einen bewirkt, dass er selber überlebt hat, und zum anderen hat es bewirkt, dass er selber mit seiner Logotherapie, die er entwickelt hat, eine psychologische Schule gegründet hat, die Menschen weltweit geholfen hat, wirklich Sinn in ihrem Leben zu finden. Lass uns diesen Switch nochmal genauer anschauen. Es ist weniger die Frage, wie komme ich da durch und warum muss mir das passieren, sondern welche Frage stellt das Leben an mich? Welche Frage stellt die Krise an mich? Wir haben ja vorher schon diese schönen Kisten gesehen. Die Krise stellt die Frage, was ist in deiner Kiste und was muss da drin wachsen, damit du nachher anderen was geben kannst. Ich ermutige dich, mit dem Gleichen an die jetzige Krise ranzugehen, mit der Frage, an was klopft die Krise in mir an und sagt, hey Johannes, wie wirst denn du jetzt darauf antworten? Was machst du draus? Das ist im Übrigen eine total biblische Vorgehensweise. Bei Viktor Frankl hat es dazu gewirkt, dass Heil für viele Menschen, für tausende Menschen weltweit durch das kam, dass ein Mann, nämlich der Viktor Frankl, für sich entschieden hat, er wird das Ding erforschen und er wird gestärkt daraus hervorgehen. Es gibt zwei ganz berühmte biblische Geschichten, die genauso laufen. Das eine ist die Geschichte von Josef im Alten Testament, das andere ist die Geschichte von Jesus. Wir träumen ja oft davon, dass Gott uns vor allem Bösen bewahrt. Es gibt aber, wenn ich es richtig sehe, in der ganzen Bibel keinen einzigen Helden, den Gott vor allem Bösen bewahrt hätte. Ganz tragisch ist es ja bei dem Josef, der ist der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob und hat große Verheißungen. Gott gibt dem Verheißungen, du wirst eines Tages Mond und Sterne zu seinen Füßen haben, also im Traum. Und was dann im Leben von Josef passiert, das ist das glatte Gegenteil. Es geht alles schief. Seine Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei. In der Sklaverei kommt er ins Gefängnis. Im Gefängnis wird er noch mal mies behandelt und vergessen, es läuft alles schief. Und es wäre absolut naheliegend, wenn Josef verzweifeln würde und sagt, mit Gott, du hast mich getäuscht und warum muss es mir so gehen? Und stattdessen hat Josef sich in diesen Situationen bewährt und als seine Brüder nachher zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten, sagt Josef, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hat was Gutes draus gemacht, denn Gott ging es darum, das Leben für viele Menschen zu erhalten. Josef wurde dann zu einem Ernährer von ganz Ägypten. Das heißt, die Krise ist nicht gut. Nicht Gott schickt die Krise. Die Brüder haben Josef verkauft und das war schlecht und das bleibt auch schlecht. Es ist vieles schlecht an dem, was momentan passiert. Gott verhindert nicht immer Krisen, aber er gibt uns einen Ausweg, der nicht nur dazu dient, dass ich selber überlebe, nicht nur Josef überlebt und kommt raus aus dem Gefängnis, sondern er wird zu einem Versorger für viele andere. Und bei Jesus ist es genauso auf erschütternde Weise. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus, obwohl er der Sohn war, durch Leiden gehorsam gelernt hat und so zum Urheber unseres Heils wurde. Und Jesus nachzufolgen als Licht der Erde und Salz der Welt beginnt tatsächlich an so einer Stelle, dass ich nicht in diesem Hadern bleibe, sondern dass ich Gott frage, okay, in dieser Krisenphase, wo wir gehört haben vorher von Leo und Tobi, wo Gott schüttelt und schaut, was ist drin und was Neues hervorbringt, was möchtest du in meinem Leben grundlegen, dass ich eine Antwort und eine Lösung für andere Menschen darstellen kann? Ich glaube, dass alle großen Erfindungen, nicht nur die Logotherapie von Viktor Frankl, sondern Krankenhäuser, Medikamente, technische Innovationen aus existenziellen Krisen kamen. Deswegen, manchmal bitten wir Gott, bewahr mich vor allen Krisen. Und Gott sagt, einerseits würde ich das gern, aber andererseits bleibst du dann unter deinem Niveau. Und ich möchte, dass du zum Heil wirst für andere Menschen, denn jede Krise, durch die du gestärkt gegangen bist, bevollmächtigt dich, anderen Menschen durch die gleiche Krise zu helfen. Das ist, wenn du ein Kind verloren hast und du triffst jemanden anderen, der auch ein Kind verloren hat, hast du sofort dessen Aufmerksamkeit. Du merkst sofort, hey, ich nehme dich für voll, du bist durchs Gleiche gegangen. Wenn du dann sagen kannst, schau, hier sind Sachen, die mir geholfen haben, dann hast du sofort Autorität.
Das ist das, was mit Josef passiert ist. Das ist das, was mit Jesus passiert ist. Weil er durch die ultimative Krise gegangen ist, wurde er zum Urheber unseres Heils. Das ist das, was bei Viktor Frankl passiert ist. Und ich lade dich ein, dass du dich auf die gleiche Art und Weise so verstehst. Wir haben jetzt gerade in Deutschland letzte Woche was ganz Gewaltiges erlebt, dass wir bis zu 1 Million Menschen im Gebet mobilisieren konnten bei der Aktion Deutschland betet gemeinsam. Ministerpräsident von Bayern war Schirmherr, total viele wichtige Personen auch im öffentlichen Leben waren dabei, Politiker waren dabei. Das war nur möglich, weil das Gebet und die Netzwerkarbeit, die vorher im Verborgenen gelaufen war, da war und Gott sie in einer Krisensituation verwenden konnte zum Heil für viele. Und auf die gleiche Weise, du musst nicht so eine Gebetsbewegung starten, aber auf die gleiche Weise kann dieser kleine Shift in deinem Denken einen großen Unterschied machen. Der Shift bedeutet, nicht ich stelle Fragen an die Krise, sondern Krise, welche Fragen stellst du an mich? Und mit Gottes Hilfe, welche Antwort kann ich geben zum Heil von vielen? Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Segen in dieser Situation, aber Gott beruft uns für so eine Zeit wie diese zum Heil für viele. Wow, vielen Dank, Tobi und auch Dr. Johannes. Ja, die Frage stellt sich effektiv, was für eine Frage stellt die Krise an uns? Und ich finde es so krass, es gibt in der Kirchengeschichte immer diesen Äon-Moment, einen neuen Zeitabschnitt, wo gewisse Dinge, die uns gewohnt gewesen sind, einfach vorbei sind und vorbei ist. Und die Frage stellt sich nicht, ob ich das cool finde oder möchte, sondern wie ich das erlebe. Und in diesem Ehrenmoment, diese Kartonschachtel, unser Leben, es schüttelt alles durch. Und Gott sprengt diesen Deckel. Und dann kommt das hervor, meine Agenda, wo ich mich geplant habe und mir immer gewohnt gewesen bin. Und jetzt plötzlich muss man Dinge loslassen, die uns mega, mega lieb sind. Ich zum Beispiel, ich kann seit Wochen nicht mehr Golf spielen, nicht mehr Squash spielen, nicht mehr Fußball spielen und ich bin ja extrem auch saugut, gell? Alles ist einfach weg. Und das löst etwas in mir aus. Und was ist krass, wenn man das Gott hinhält und sagt, Heiliger Geist, ich möchte in diesem Äon, in diesem neuen Abschnitt mehr erweckt sein, leidenschaftlicher für dich, ein größerer Geber sein und so weiter und fort, kommen wir stärker raus, als wir hineingegangen sind. Was ich krass finde, in dieser Corona-Phase, finde ich, hat die Kirche an Stabilität, Leidenschaft und Erwecktheit hervorgebracht denn ever. Wenn ich das anschaue, ich bin mit mehr Menschen im Zoom-Meetings als jemals zuvor. Obwohl wir uns physisch nicht treffen, empfinde ich, wir sind mehr verbunden als jemals zuvor. Wir lesen mehr die Bibel als jemals zuvor. Wir beten mehr als jemals zuvor. Wir müssen neu denken, mehr als jemals zuvor. Und ich bin ja nicht in Amerika, sondern ich musste ein weißes Blatt aufschlagen und ich habe in den letzten paar Wochen mehr gepredigt als jemals zuvor. Über Zoom-Meeting, Skype in Deutschland, nach Brasilien, nach Italien, around the world, ohne zu reisen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil durch Zoom kann man Dinge bewirken, dass auch ohne das gar nicht möglich gewesen ist. Und meine Frage ist, sind wir bereit, am Heiligen Geist diesen Karton, mein Leben hinzuhalten, sagen, Heiliger Geist, komm, fülle es, mach was Neues. Und wir werden als eine Church stärker sein, mit mehr Profil, hey, mit mehr Jesus, mit mehr Revival, mit mehr Durchbrüchen als jemals zuvor. Und ich habe mich entschieden, dass mein neues Äon-Zeitalter nach Corona, werde ich nicht mehr der gleiche Leo sein wie vor Corona. Es gibt ein paar Dinge, die werde ich in dieser Krise, in meiner Quarantäne, 40 Tage, eliminieren. Und ich möchte dich einladen, jeder von uns, ist die Kartonschachtel geöffnet, ob du willst oder nicht. Räume es und lade den Heiligen Geist ein, neue Dinge in deinem Leben zu schreiben. Herr Jesus, hier bin ich. Du hast den Deckel von meinem Leben geöffnet. Ja, es kommen Dinge hervor in diesem Karton, da bin ich selber schockiert. Aber du, Heiliger Geist, du kamst, um Dinge zu verändern. Heiliger Geist, deine Kraft ist stärker als jemals zuvor. In der größten Dunkelheit scheint das Licht heller denn jemals zuvor. Ordne Dinge in meinem Leben. Ordne Dinge in meiner Familie. Ordne Dinge in meiner Church. Ordne Dinge in meiner Sexualität.
ordne Dinge in meinem Denken und ordne Dinge von meinem Verlangen. Und ich leere diese Dinge aus. Und ich sage, Heiliger Geist, schreibe ein neues Äon, ein neues Zeitalter. Wenn wir diese Krise umarmen, wird es sie stärker machen. Ich sage nicht, es ist einfach. Du sagst es mit den kranken Menschen, die dir eine Firma verlieren. Ja, it's hard. Das ist gar kein Thema. Aber dennoch ist Gott unser Versorger. Gott ändert sich nicht einfach plötzlich. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und ich möchte dich einfach bitten, wo auch immer du bist, dass du dein Leben wie die Karte und Schachtel hinhältst und einfach sagst, Heiliger Geist, komm. Beginn was Neues in mir. Zünde mir ein Feuer an, das erloschen ist bevor die Krise. Ich bin nicht genug, außer du kommst. Hey, ist nicht krass, in der Corona-Krise kommen Dinge hervor in meinem Karton, wo ich selber vielleicht überrascht bin und mir wünsche, dass Gott das wegnimmt. Hey, wir genügen nicht, aber Gott genügt in uns. Und das ist die größte Chance, die Gott uns überhaupt gibt, zu sagen, Gott, meine Sicherheit wurde mir geraubt, meine Träume wurden mir geraubt, meine Visionen wurden vielleicht geraubt, aber hey, der Heilige Geist sprengt anyhow den Rahmen. Der Heilige Geist sprengt sowieso unsere Vorstellungskräfte, weil wir sind die Füße Gottes, wir sind die Hände Gottes, wir sind die Augen Gottes, wir sind die Ohren Gottes, wir sind das Herz Gottes. Und Gott hat eine Multiplikation in uns hineingelegt, dass wir das Reich von Gott, wo auch immer wir sind, hinaustragen. Und wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, hey, ich baue diesen Baum. Ich pflanze diesen Baum, besser gesagt. Ich pflanze ihn, weil ich bin aktiv und nicht passiv. Lass uns Bäume pflanzen. Lass uns Möglichkeiten umarmen. Lass uns sagen, auch wenn ich nicht genüge, ich habe einen Gott im Himmel, er genügt und er schenkt mir Segen im Überfluss. Come on, lass uns das singen. Lass uns das beten, proklamieren. Come on. Herr Jesus, danke vielmals, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Ich danke dir, dass wir wirklich dich auch anbeten können und wirklich auch beten können, dass du an diesem Ort bist, da wo du bist. Da wollen wir auch sein, Jesus, und einfach wirklich das erleben, auch was unsere Kiste ist. Und was in unserer Kiste war, wollen wir wirklich einfach dir abgeben, dir hinlegen und einfach sagen, Jesus, mach was Gutes draus, mach das Beste draus. Danke vielmals. Amen. 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 Hey, wow. Hey, das hat mich wirklich berührt mit dieser Kiste. Ich habe dann so einfach ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, hey, Gott hat auch meine Kiste ausgeleert. Es war wirklich, gab ein paar yes. Pläne, die tatsächlich anders waren. Und auch da hat sich in meiner Kiste was verändert. Und gleichzeitig habe ich es auch so erlebt, wie der Leo auch gesagt hat, dass einfach Gott die Kiste wieder neu gefüllt hat mit Optionen, die vielleicht ohne diese Krise gar nicht möglich gewesen wären. Ja. Und eine ist wirklich ganz speziell, und zwar morgen wird ein Video ausgestrahlt werden und ein Zeitungsartikel in der VN Online. Oh, so aufregend. Ja, genau, herauskommen, und zwar von uns als ICF, genau. Und zwar die katholische Kirche macht jeden Tag, seit der Corona, genau, immer den Gedanke zum Tag. Genau, und wir
wir dürfen auch einen Tag gestalten und der wird morgen sein, am 20.04. Es wird auf voll.at, also auf voll.at, wird es ein Video geben, genau, wo der Gedanke zum Tag, wo ich da den Gedanken zum Tag mache, ja? Ja, wo ich rede, genau. Und auf der Online-Version von der VN wird es einen Zeitungsartikel geben, genau, mit meinem Input drauf und mit dem Gedanke zum Tag von uns. Und ich möchte euch, das ist etwas, wo mich wirklich berührt, das wäre nicht möglich gewesen ohne diese Krise. Und ohne das, und Gott hat da wirklich den Karton neu gefüllt, eine neue Option kreiert, die großartig ist. Und wir wünschen uns als ICF einfach, dass wirklich dieser Gedanke zum Tag, dieses Video auf voll.at, dass es wirklich einen Impact hat für Menschen, dass sie ermutigt werden, dass sie Jesus suchen, dass sie vielleicht ein Gebet sprechen und einfach wirklich sich auf den Weg machen, diesem Gott zu begegnen und diesen Gott zu erleben. Und ich möchte euch einfach auch bitten, lass uns doch einfach dieses Video auch teilen. Ich habe gemerkt, so bei meinen Kollegen und überall ist auch viel entspannter, wenn ich ihnen voll.at Link schicke. Ja, genau. Weil das ist gar nicht was, wo komisch ist oder so, sondern ganz so normal. Bekannt, genau. Also lasst uns wirklich das auch nutzen und wirklich diese Option wirklich auch verteilen, großzügig verteilen und Menschen damit inspirieren, genau. Ja, voll, das ist so eine Chance, ja. Yes, genau. Richtig gut. Und jetzt geht's, wir sind fast am Ende von der Celebration, aber nächste Woche geht's wieder weiter. Das Thema ist meine Krisen verstehen und wir haben wieder das Vorrecht, dass Leo Bigger und Tobias Teichen uns eine wirklich geniale Message bringen. Ja, come on. Hey, das ist so cool. Jetzt haben wir noch Gelegenheit, um in Zoom gehen. Hey, wenn du Gebet möchtest, dann geh doch in den Zoom-Hangout. Es sind Menschen da, die beten für dich. Hey, wenn du Gemeinschaft willst oder Fragen hast, geh in den Zoom rein und verbring doch Zeit. Es sind Leute da, die wirklich Zeit sich nehmen für dich. Hey. Genau, du kannst einfach auf unsere Homepage gehen. Da steht es auch dran, Zoom-Hangout. Das ist ein Videocall. Kannst einfach draufklicken, genau, und dann fragt dein Computer dich noch, über welches Mikrofon du reingehen möchtest. Einfach immer das drücken, was fett gedruckt ist, dann kommst du automatisch dort an, genau, wo die aus. Anderen Menschen sind. Genau, das ist eine richtig coole Sache. Was gibt's jetzt noch? Ha? Jetzt gibt's noch die Q&A-Session von Leo. Wow. Genau, richtig cool. Ich weiß nicht, hat er es gesagt, eine Message? Ich glaube, er hat es angekündigt. Es gibt noch eine Q&A-Session, genau. Wir wollen die Celebration hier offiziell abschließen. Genau. Falls du den Livestream unterstützen willst und noch etwas spenden möchtest, dann freuen wir uns darüber und möchten dir an der Stelle auch Danke sagen für deine Unterstützung in allen Richtungen. Danke. Dass du diesen Livestream hier möglich machst, genau. Und es ist einfach eine coole Sache. Und wir wünschen euch einen schönen Sonntag, eine gute Woche, alles Gute bleiben gesund, sagt man immer so nett. Gesund, gell? Ja. Bleiben gesund und wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß beim Q&A und im Zoom-Hangout. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wow, willkommen jetzt da im Studio-Setting. Neben mir ist Leo. Schön, bist du hier. Danke für die mega Predigt. Hey. Danke, ja. Jede Woche wieder frisch. So dankbar. Wir haben eine Q&A-Session jetzt direkt immer nach der Celebration. Das ist deine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Du darfst auch jetzt, während ich Leo einige Fragen stelle, weiter Fragen stellen auf ice.ca/ask. Ich möchte, Leo, starten mit einer, die eben gesagt hat, was mache ich, wenn die Sachen, die ich in meiner Schachtel entdecke, die mir nicht gefallen? Und wie soll ich damit umgehen, wenn ich damit überfordert mich fühle? Genau, es kommen ja in dieser Kartonschachtel ja Dinge vor. Das eine ist man nicht überrascht, hat man schon ein bisschen geahnt. Und die einen Dinge sind, es überfordert man. Und was ich eben mega cool finde an Kirche, man ist ja nicht alleine unterwegs. Du hast ja eine Frau oder auch Männer in deiner Small Group oder was auch immer, wo du auch über Zoom austauschen kannst und sagst, diese Themen kommen hoch in mir, weil die Bibel sagt, zwei sind besser als alleine. Einer, der alleine ist, der mag fallen, aber zusammen ist man wie eine dreifache Schnur, das zusammenhält. Und ich finde es eine Chance, wo man eben auch Menschen integriert und auch Dinge anspricht und sagt, ich habe mit dem Mühe, da kommen Dinge vor, die überfordern mich total. Hey, hast du einen Ratschlag, kannst du für mich beten?
weil das geht auch durch Zoom und WhatsApp und was auch immer geht das immer noch. Also es ist mega wichtig, dass man Menschen integriert. Man ist ja nicht alleine und alleine in dieser Situation. Also by the way, alle sind im gleichen Boot zurzeit Corona. Jeder hat ein Thema. Und ich glaube, es gibt fast keine größere Chance als jetzt, dass man sich auch nicht bloßgestellt fühlt, weil jeder hat ein Thema. Spannend. Aber dass man Menschen integriert. Man darf die Kämpfe nicht alleine kämpfen. Das ist wirklich wichtig. Alleine ist es schwierig. Ans Licht bringen. Dem mega. Und sagen, hast du einen Tipp? Bete für mich. Und dann ist es schon mal, ich glaube, die Hälfte der Wunder sind schon geschehen dann, wenn man es mal auf den, sag mal, wenn man den Fisch auf den Tisch bringt. Das aber fällt uns ja mega schwierig, weil man das Gefühl dann, meine Identität und ich bin nicht mehr cool, aber wir alle haben ja Themen. Gerade eine Anschlussfrage darauf, hat jemand gefragt, was hast du in deiner Box entdeckt, wo du selber überrascht warst? Ja, bei mir kam plötzlich das Langeweile-Gefühl hoch und ich hatte plötzlich keine Ideen mehr, weil ihr müsst wissen, alles, was ich sehr, sehr gerne mache, ist Reisen, ist gestoppt. Mit dem konnte ich noch umgehen, aber Golf durfte man nicht mehr, Squash nicht mehr, Fußball nicht mehr, Unihockey nicht mehr und ich bin ein sehr aktiver Sporttyp. Und wenn ich natürlich am Abend zu Hause bin, ich schaue kein Fernsehen, keine Netflix-Serien, ist nicht mein Ding. Also war ich zu Hause, habe gesagt, gelesen habe ich schon den ganzen Tag, gepredigt habe ich schon den ganzen Tag, gebetet habe ich schon den ganzen Tag und mir gingen die Ideen aus, weil ich mich wie in einem Gefängnis fühlte. Für meine Frau war es kein Problem, weil die geht jeden Tag spazieren, vor Corona, mit Corona, nach Corona. Für sie hat sich nicht viel geändert. Ja. Aber für mich war es eine Katastrophe. Und dann irgendwann habe ich dann mir gesagt, okay, es muss doch Dinge geben, die doch cool sind. Jetzt bin hingesessen und habe gesagt, was würde geschehen, würde ich Urlaub zu Hause machen? Mhm. Also zu Hause. Und Balkonien habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und dann plötzlich hatte ich neue Ideen von Dingen, die ich schon lange mal machen wollte, eine Fahrradtour. Plötzlich bekam ich wieder neue Ideen, habe gemerkt, ah ja, das hat es bei mir bewirkt, dass man dass so aus diesem Langeweile, ich bin eingesperrt, alles, was ich gerne mache, ist weggenommen worden. Und dann gab es diesen Moment, wo ich gemerkt habe, doch, es gibt ja Dinge, die wollte ich schon als Kind immer machen. Jetzt kann ich endlich, weil ich nicht reisen muss, weil ich war in Amerika im Sommer und jetzt kann ich ja nicht hingehen. Also kann ich jetzt all das machen, was ich schon immer als Kind mal wollte. Sehr gut. Jemand fragt, was soll ich tun, wenn bei mir Einsamkeit, Zweifel und Traurigkeit heraufkommen in dieser Corona-Zeit? Ablenkung ist ja nicht immer falsch, oder sagt die Person. Es ist mega wichtig, dass man, ich muss mir das ja überlegen, was tut mir gut, was sind diese Dinge, die mir helfen, finde ich mega wichtig. Und dann, ich empfehle jeder Person, zoome, sprich mit 2-3 Leuten jeden Tag, ein Ritual, das kann deine Mutter sein, dein Vater sein, jeder hat mindestens 1-2 Leute, wo man engeren Kontakt hat, dann ruf diesen Leuten an, mach ein Ritual, dann hast du schon mal 2-3 Mal pro Tag mit jemandem gesprochen, wo dir hilft. Also man muss schon aktiv werden. Dran habe ich auch gesagt in der Predigt, ich war noch nie mit so vielen Leuten zusammen oder wir haben gebetet und geplant als jetzt in der Corona-Krise. Ich habe gemerkt, wir haben viele Meetings, aber jetzt haben wir noch viel mehr Meetings als jemals zuvor, weil es braucht es auch diese Nähe. Also 2 Dinge, was tut dir gut und das andere ist, rufe Leute an, wo du einfach drüber sprichst, auch zusammen betest, Worship hörst, einfach was dir gut tut. Ist ja plötzlich die Groups, die Small Groups so entscheidend, oder? Mega wichtig. Wie lebst du die Small Groups jetzt? Deine Small Groups? Wir haben uns vor einer Woche getroffen, weil man darf ja mit 5 Leuten zusammen sein, 2 Meter Abstand haben wir dann durchgemacht. Und die einen waren nicht da und die anderen waren da. Und meine Frau zum Beispiel macht mit Zoom-Meetings und wir werden unsere Small Group aufteilen, Hälfte, Hälfte. Die Hälfte wird sich treffen mit 2 Meter Abstand, das ist ja gar kein Problem. Und so, weil ich gemerkt habe, nach 2 Monaten, weil man es ja wieder auch darf in der Schweiz, einfach mit Respekt, Anstand und Hygiene, möchte ich das wieder etablieren, weil es geht schon etwas verloren in dem Sinn. Und der Virus ist ja, der geht ja nicht so schnell weg. Eine ganz tiefe theologische Frage. Tut Gott Krisen ins Leben rufen? Ja, das ist eine gute Frage. Meine Antwort ist ja, kann sein, dass es von Gott kommt. Es kann aber sein, dass es nicht von Gott kommt. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich möchte auch nicht sagen, es gibt Leute, die sagen, nein, das ist keine Strafe von Gott. Und sage ich mir, wie weißt du das?
In aller Welt, wie weißt du das? Niemand von uns weiß das. Es ist gut möglich, dass es eine Strafe Gottes ist. Die Bibel sagt, wir sollen die Zeichen der Zeit lesen. Und man kann auch nicht sagen, ja, Corona ist jetzt einfach ein blöder Zufall von vielen ungeschickten Dingen. Es kann gut sein, dass es eine Strafe von Gott ist, dass Gott uns den Stecker zieht. Aber eine Strafe ist eine Chance. Also es ist ja nicht einfach, Gott macht uns kaputt. Es ist eine Chance. Es ist wie so ein Warnschuss an einem Bug bei einem Schiff. Kann gut sein. Also ist das nicht, aber es kann auch sein, dass es nicht so ist. I don't know. Aber für mich ist eben die Frage mehr, wenn ich weiß, morgen würde die Welt untergehen, wenn ich wüsste, es ist eine Strafe Gottes, dann pflanze ich heute noch einen Baum. Das ist meine ganze Theologie, wo ich habe. Weil man kann sich beschäftigen mit Lesen und Leute machen, bekomme ich zum Teil jeden Tag Verschwörungstheorien und Leute beschäftigen sich mit diesem Thema und sage immer, pflanze doch einen Baum. Mach was Gutes, weil man kann sich versinken in dieser Theorie und du mögst falsch liegen und wenn du richtig liegst, bringt es auch niemandem etwas. Also pflanz einen Baum. Wenn du keinen Baum gepflanzt hast, dann ist es schlimm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Eine andere starke Frage. Wie erkenne ich, dass das Neue in meiner Box vom Heiligen Geist kommt und nicht vom Teufel, welcher mich auch in dieser Situation ablenken und verwirren möchte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also für mich ist ja die Box, ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen und gewisse Dinge, wie gesagt, gehen ja nicht mehr so weiter wie jetzt vor Corona. Und das heißt für mich zum Beispiel, ich habe das Beispiel gebracht mit meiner Agenda, die ist ja voll von Reisen, überall ist das alles gestrichen. Und dann drehe ich das um und sage, Gott, hier ist ein weißes Blatt Papier und plötzlich merke ich, dass durch Zoom und WhatsApp und Telegram man plötzlich noch mehr predigen kann, ohne zu reisen, als jemals zuvor. Also es öffnet sich ja nicht einfach so, dass jetzt alles ist anders. Also ich lebe ja immer noch Kirche, Small Group, Freundschaft, Beziehung. Diese Dinge ändern sich nicht vom Grundthema, einfach nur, wie man sich trifft, ändert sich und die Möglichkeiten ändern sich das. Und dann ist es immer auch, ist es etwas, was sich mit der Bibel übereinstimmt in dem Sinn. Es gibt ja Filter. Was sagt der Heilige Geist darüber? Was sagen Freunde darüber? Habe ich den inneren Frieden darüber? Das sind so diese Filter, die man nimmt. Natürlich, es muss in der Moral in dem Sinn korrekt sein. Und alles, was moralisch verwerflich ist, ist schon grundsätzlich nicht von Gott. Sehr gut, diese Filter. Jemand fragt, gute Frage, danke für eure Ehrlichkeit. Ich kann in keiner Form mit Gott reden, weil dann so tiefer Schmerz und Traurigkeit hochkommt, dass ich es aushalte. Was kann ich tun? Also wenn die Leute plötzlich merken, jetzt zeigen sich Dinge, aber ich möchte da diese Box gar nicht auftun, weil das ist, ich kann es nicht aushalten. Ja, das ist einfach, man hat das einfach, jetzt sage ich, das ist eine, eben, das kann ein Verlust von einem Menschen sein. Da reden wir wirklich von ganz dramatischen Erlebnissen im Leben und das ist auch, da möchte ich das auch ganz, ganz respektvoll sagen, aber es ist wie, wenn man eine Wunde hat, das tut mega weh, aber noch mehr weh als die Wunde, die man sich zugezogen hat, ist die Wunde zu heilen, weil man muss es desinfizieren, man muss den Dreck rausnehmen und das tut viel, viel mehr weh. Und ich glaube, viele Leute haben einfach Verband rundherum getan, die Boxendeckel drauf und einfach haben das irgendwie gemanagt, aber die Wunde konnte gar nicht heilen und man muss irgendwann das zulassen, damit es auch heilen kann. Und das sage ich wirklich aus Respekt, weil auch wir hatten Todesfälle im letzten Jahr, sehr, sehr nahe Menschen, die wir kennen, die sind eigentlich in den Himmel zu Gott gegangen. Das tut mega weh. Und irgendwann muss man diese Box aufmachen. Und auch da wieder, man darf nicht alleine durch das hindurchgehen. Man braucht Menschen, wo man ausweinen kann. Und wenn es halt ein Jahr ist, wo man sich ausweint, das spielt gar keine Rolle. Für das sind ja Freunde da. Freunde sind da in guten Tagen wie auch in schwierigen Tagen. Aber irgendwann werden die Tränen sich ändern in Freuden, Freudentränen mit einem Gesicht, wo man Gott dankbar ist. Also es braucht den Moment, wo man die Wunde aufmacht und bewusst zulässt. Weil hält man den Deckel immer zu, wird auch keine Heilung geschehen. Dann hat man es einfach verdrängt. Man hat es ein bisschen gemanagt, aber es ist keine echte innere Heilung. Und darum, und es gibt keine Abkürzung, denn es gibt keine Abkürzung. Da muss man, ich sage den Leuten immer, man muss da durch. Also unsere Schwiegermutter hat ja ihren Vater, ihren Mann verloren vor einem Jahr. Und wenn wir telefonieren, dann weint sie ab und zu und dann sagen wir, es ist ganz normal, es ist völlig normal. Du hast nichts, es ist normal, wir vermissen ihn auch. Und man muss es einfach zulassen und nicht schönreden und nicht sagen, komm doch, es ist ein Jahr vorbei. Es braucht einfach diese Zeit und diese Zeit hat man. Hey, danke Leo für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Ich danke euch für die Fragen. Ich werde weitergeben. Wir machen das wieder, auch nächste Woche. Seid reich gesegnet und bis bald. Wir
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.